الله والصلاة والسلام على رسول الله. Eigentlich muss man in Moschee beten. وأن المساجد لله فادعوه. Das heißt, المساجد für wen? Für Allah عز وجل. Dort muss man beten. Und wir wissen genau, das Gemeinschaftsgebet ist auch Pflicht für Männer. Und wir wissen genau, dass die besten Orte, die auf dieser Erde ist, sind Moscheen. Und wir wissen auch genau, dass Al-Masjid ist nicht nur, damit wir dort beten. Al-Masjid ist, damit wir dort auch lernen. Al-Masjid ist, damit wir andere Brüder kennenlernen. Und Al-Masjid ist, damit wir von dort, wie gesagt, unser Iman richtig stark machen und richtig danken. Aber leider gibt es manche Gemeinschaften oder manche Vereine, die mit Kufr sind, Tawarit sind und die richten nicht mit Shariatullah Azza wa Jal. Wenn du sowas erlebst oder wenn du solche Moschee in deiner Gegend hast und du kennst zum Beispiel ein paar Brüder, die gute Aqidah haben, das heißt hier in diesem Fall besser, dass du mit diesem Bruder also betest. Weil wir wissen genau, in manchen Moschee, die sind Fans sogar von Atashirk und die sind Fans von Tawarit. In diesen Moscheen dürfen wir eigentlich nicht beten. Also Moschee ist eine Moschee, aber hinter diesen Menschen dürfen wir nicht also beten. Das heißt hier, wenn die Brüder solche Möglichkeiten haben und die können treffen, dass die dort, also dass die zusammen beten, meiner Meinung nach besser, dass die so machen. Allahu Akbar.